jetzt die Analyse der ORF-Sommergespräche im Nachgespräch. Hinter uns ein wahrhaft dramatischer Himmel über Wien, wie mir unser Regisseur gerade gesagt hat. Vor uns 45 Minuten in einer kleinen, feinen Runde zum ORF3-Sommernachgespräch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir das Sommergespräch von Pamela Rendi-Wagner bei Simone Striebel hier Revue passieren lassen. Wir schauen uns noch mal die besten Ausschnitte an und sprechen gleich darüber, wie dieses Gespräch so gelaufen ist. Ich freue mich, Ihnen meine Gäste vorstellen zu dürfen. Sie kennen das schon. An dieser Stelle sitzt immer jemand, der zwar nicht direkt in der Parteihierarchie verankert ist, aber dennoch sich als Sympathisant, als ideologischer Wegbegleiter bezeichnen lässt. Das ist heute der linke Schriftsteller, Journalist, Autor, mehrfache Buchautor Robert Miesig. Ganz herzlich willkommen. Schönen Abend, danke. An dieser Stelle sitzt immer jemand, der eigentlich hauptberuflich nicht mit der Politik zu tun hat. Das ist heute der Werbefachmann Thomas Kratki. Er hat schon alles beworben, von Lebensmitteln über Kulturevents bis zu politischen Parteien, ist dort relativ grenzenlos unterwegs zwischen allen ideologischen Welten. Danke fürs Dabeisein. Danke für die Einladung, Frau. Ich freue mich auch, dass Tatjana Lackner wieder mit dabei ist, unser Stammgast, unsere Rhetorikstrategin, sechsfache Buchautorin und absolute Spezialistin auf diesem Gebiet. Danke fürs Mitmachen. Danke für die Einladung. Guten Abend. Und ich freue mich sehr, dass Hans Bürger wieder mit dabei ist, der Innenpolitik-Spezialist und der Ressortleiter beim ORF, langjähriger Wegbegleiter und auch Dauergast bei den ORF3-Sommernachgesprächen. Hallo Hans. Hallo. Hätten wir uns auch, was wir auch jetzt heute im Gespräch gehört haben, eigentlich voriges Jahr an dieser Stelle gedacht, dass Pamela Rendi-Wagner noch einmal ein ORF-Sommergespräch als Parteichefin bestreiten wird? Na, ich habe immer gesagt, weiß nicht, ob ich mich ganz genau erinnere, aber ich habe immer gesagt, wenn sich nicht jemand tatsächlich aufdrängt beziehungsweise klar und deutlich sagt, ich mache diesen Job, dann wird es schwierig werden, Rendi-Wagner abzulösen. Und da das niemand gemacht hat, sondern eher immer nur von außen geraunzt hat, überrascht es mich eigentlich nicht. Aber es war ja nicht immer ganz so klar, muss man sagen. Ist ja, auch im, ja, es hat diesen Novembertag gegeben, das stimmt, den hat auch Simone Striebel angesprochen. Da meinten wir alle, ich glaube, es war ein Freitagnachmittag oder Donnerstagnachmittag, jetzt sei es vorbei. Aber da hat sich dann auch herausgestellt, dass das eher auf ein Bundesland beschränkt war, auf Niederösterreich. Da wollte sie, der Parteivorsitzende von Niederösterreich, loswerden. Dieser Mini-Putsch ist damals ja nichts geworden. Normalerweise frage ich mal so ganz offen in die Runde, wie es so war. Aber heute ist es ein bisschen anders und ich möchte gleich ganz zu Beginn schon einmal einen ganz kurzen Ausschnitt einspielen, weil das so klar und deutlich etwas sagt, worüber wir dann gleich sprechen können, nämlich über das Selbstverständnis von Pamela Rendi-Wagner als Parteichefin. Also ich bin mit Leib und Seele Ärztin, dann später natürlich Gesundheitsexpertin im Ministerium gewesen und ich bin jetzt mit vollem Herz SPÖ-Chefin. Das heißt, ich bin jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz. Robert Miesig, sehen Sie das auch so? Ja, selbstverständlich sehe ich das so. Also ich meine, im Gespräch hat man das ja auch so gesehen. Pamela Rendi-Wagner hat eine große Kämpfernatur. Ja. Sie hat es ja nicht leicht, sagen wir uns ehrlich. Also unter uns gesagt, sie hat es ja nicht leicht. So ein Gespräch beginnt damit, dass sie dauernd gefragt wird, sind Sie die Falsche? Gibt es da irgendwie Leute in Ihrer Partei, die Ihnen immer ein Bein stellen wollen? Das ist ja dann auch schon ein Uphill-Battle, so ein Gespräch zu führen. Und ja, endlich wäre die richtige Antwort schon seit anderthalb Jahren, muss ich mir auch hören, dass ich die Falsche am falschen Platz bin und ich stehe immer noch da. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich nochmal wundert, letztendlich weiß man das am Ende einer Karriere und nicht mittendrin. Also erinnern wir uns an Angela Merkel, die hat es 2002 nicht mehr geschafft, die Spitzenkandidatur in ihrer eigenen Partei durchzusetzen, musste einen Herrn Stoiber vortreten lassen und heute ist sie die längst dienende Bundeskanzlerin Deutschlands und eine Legende. Und Helmut Kohl war es auch nicht sehr unendlich, wie ist auch damals Franz Josef Strauß angetreten. Also politische Karrieren können einen immer überraschen. Ich würde jetzt keine Voraussage treffen, aber
auch sozusagen jemand, es haben dann schon ein paar Favoriten verloren und die sind schon sozusagen totgesagt, dann plötzlich immer wieder sozusagen nicht nur überlebt, sondern haben dann überraschende Karrieren gemacht. Man weiß es nicht. Ist sie eine gute Werbebotschafterin für die SPÖ eigentlich? Schwer zu sagen. Es wird viel geredet und wenig gesagt. Also ich habe das Gefühl, man hat jetzt nicht wahnsinnig viel Neues gehört. Und wenn man zu so einem Gespräch geht dann, und weiß, man kommt irgendwie in die Höhle des Löwen, wo ja nicht einfache Fragen gestellt werden, dann braucht man sozusagen auch ein bisschen einen Überraschungsmoment, ein bisschen eine Überraschungsbotschaft. Und was mich irgendwie besonders irritiert, die Frage, die natürlich kommen musste über die Marke der SPÖ, ist immer noch unbeantwortet. Und ich meine, die SPÖ sitzt auf einem Schatz an Markenwerten, der ausgegraben gehört. Und seit vielen Jahren hören wir immer, man muss sich drum kümmern. Und wenn man dann aber sozusagen mit Personen spricht, die das entscheiden können, dann heißt es immer, momentan hat man kein Geld oder keine Zeit oder es sind gerade Wahlen. Und ich glaube, wenn man dieses Thema nicht bald angeht, dann kann man reden, so viel man will. Man sagt relativ wenig. Und es gibt ein unglaubliches Phänomen, dass wenn die Inhalte so wenig fixiert sind, dann bleibt natürlich nichts hängen. Genau, das ist eine interessante Sache, die möchte ich gerne mit Tatjana Lackner besprechen, nämlich sozusagen die Idee oder die Vorstellung, dass man in so ein Gespräch hineingeht mit einer Überraschung, mit einer bestimmten Botschaft. Ich habe darüber gesprochen mit einem Parteistrategen irgendwann in diesen vergangenen Wochen, muss jetzt gar nicht gesagt werden, wer das war, und der hat mir gesagt, das ist bei einem so großen Gespräch vielleicht gar nicht so notwendig, da ist das Gespräch allein schon die Message, es muss kein sozusagen großes Zitat davon bleiben. Das machen manche so, ganz klar, es ist aber schon ein Thema, dass man sich eine Geschichte auch überlegt, gerade bei der Gelegenheit, also fast eine Stunde lang, auch ein bisschen Themenführerschaft vorgibt. Und wir haben alle diese Mädels heute gehört. Ich bin Ärztin, ich hätte schwören können, der Satz kommt und er kam. Also viele, optisch wirklich top, optisch frisch, inhaltlich fand ich es auch ein bisschen fantasielos. Und jetzt hat man aber mal die Gelegenheit, ohne dass man da jetzt groß gegen andere Player spielen muss, warum SPÖ, warum Sozialdemokratie? Und sie hat den Satz selber gesagt, aber eigentlich da nie wirklich beantwortet. Das war sehr viel Eigenlob, also ganz viel, ich bin jemand, viele Eigengebrauchsanweisungen, aber die große Geschichte und das große Storytelling war nicht unbedingt da. Und ich mag da vielleicht noch ganz kurz Robert Miesig so anschließen. Ich glaube, es ist nicht die Frage, ob jemand jetzt immer Pamela Rendi-Wagner fragt, warum bist denn du dort? Sondern mich erinnert es eher an die Schulzeit, wo jemand immer fragt, bist du noch meine Freundin, mögt sie mich noch? Können wir abstimmen bitte, wer mag mich? Und das ist, glaube ich, andersrum so ein wenig elegant. Also andersrum fehlt es ein bisschen. Wir werden dann ausführlich darauf eingehen, wie sie ihre eigene Situation mit ihrer Partei beurteilt und bewertet. Aber natürlich ist es auch zu Beginn sehr lang um das Thema Corona gegangen. Eh klar, da hat natürlich die Ärztin Pamela Rendi-Wagner ihre Kernkompetenz. Und die hat sie dann auch betont. Und sie findet, sie war Vorreiterin in vielen Entscheidungen in dieser Krise. Ich war dann gleich im Februar, 5., 4. Februar herum, die erste Politikerin, die gesagt hat, warum gibt es keine Fieberchecks bei Einreise von China-Reisenden? Damals war ja Wuhan in China das Epizentrum sozusagen. Habe dann weitere Vorschläge gemacht, Verbot der Großveranstaltungen. Kurze Zeit später wurde es umgesetzt, auch die Fieberchecks am Flughafen wurden umgesetzt. Ich habe gesagt, es muss mehr getestet werden, auch das hat die Regierung umgesetzt. Also es geht nicht darum, wie ich mich fühle und ob ich genug eingebunden war oder nicht. Ich habe immer das gesagt, was zu sagen war, und das werde ich auch weiter so tun. Wenn man jetzt fragen würde, Robert Miesig, irgendwelche Menschen bei einer Umfrage oder so, wer waren eigentlich die Leute, die in dieser Krise Entscheidungen vorangetrieben haben, Sachen gefordert haben, würde da der Name Pamela Rendi-Wagner fallen? Ich glaube, dass das relativ wurscht ist. Natürlich hast du als Oppositionsführerin in so einer Krise oder wer auch immer in der Opposition ist, da natürlich Schwierigkeiten gegen die Regierung durchzukommen. Die spielt mit ihren Shows, Pressekonferenzen, und alle konzentrieren sich auf die Regierung. Hier ist die
Stunde der Exekutive. Das haben wir immer auch so analysiert in diesen Monaten. Ja? Ich glaube, dass die Chance für Pamela Rendi-Wagner und für die Sozialdemokratie jetzt natürlich auch die ist, dass nach diesen Monaten tatsächlich auch das, wofür es einfach nicht gut gelaufen ist bei der Regierung. Ja? Ein Hopperl nach der anderen. Also von den Härtefallfonds und den Wirtschaftsrettungen und Blümelkatastrophen und Aschbacher, sozusagen, wo in dem, im Arbeitsministerium nichts funktioniert. Und auch mit diesem Verordnungschaos, ja, das wir jetzt auch erleben, wir in einer Situation sind, wo die Werte für die Regierung, die Zustimmungswerte und auch ein bisschen der Ärger der Regierung, über die Regierung wächst. Also die Zustimmungswerte sinken und die Ärger der Regierung wächst. Und das ist natürlich die Chance für die Opposition, da Boden gut zu machen. Das ist völlig klar. Dafür braucht man natürlich nicht, dass sich jeder erinnert, wann hat wer was im Mai oder im April gesagt. Ja? Aber niemand sagt so oft wie Sie. Der Punkt ist doch der, dass sie jetzt den Eindruck erwecken muss, dass sie in der jetzigen Situation einen besseren Plan hätte als eine Regierung, der man ansieht, dass sie täglich planlos ist, aber sehr gut darin, ihre Sachen zu verkaufen. Ja, darüber kann man diskutieren. Also ich meine, wir können jetzt sozusagen so Haltungsnoten vergeben. Ja, wir reden hier nicht über Schauspieler. Ja? Wir reden hier nicht über irgendeine Burgtheater-Schauspielerin, über die wir jetzt diskutieren. Hat sie die Hedda Gabler besser gespielt oder schlechter gespielt? Ja? Wir reden hier über Politik, bitteschön. Und da unterhalte ich mich eher nicht so gern drüber, ob sie sozusagen mit einem Halbsatz da vielleicht irgendwas gesagt hat, was vielleicht besser gekommen wäre, wenn sie es anders gesagt hätte. Aber was man schon sagen muss, das ist mir aufgefallen bei der Frage von Simone Strebel. Na, wie hätten Sie denn entschieden in dieser Grenzsache? Was hätten Sie gemacht? Wie hätten Sie es anders gemacht? Stichproben oder alle kontrollieren? Da hat es 4 bis 5 Anläufe gebraucht. Also das ist ja auch nicht so, dass dann jemand wie Sie ein Alternativkonzept parat hätte. Müsste sie das haben, Hans? Na, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, dass sie politisch gereift ist gegenüber dem Vorjahr. Wir sind ja hier an dieser Stelle auch gesessen, an einem anderen Ort. Und da haben wir darüber geredet, ist sie eigentlich Politikerin? Und mir ist sie schon politischer heute vorgekommen. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass sie sehr viele konkrete politische Antworten gehabt hat. Sie wird für mich irgendwann, wenn ich in Pension gehe, als eines der größten politischen Rätsel in die Geschichte eingehen. Denn eigentlich macht sie fast keine Fehler. Also ich frage mich ja, auch bei Christian Kern oder jetzt eben Rendi Wagner, die sind eloquent, die sind gescheit. Die haben eigentlich schon inhaltliche Botschaften, aber sie kommen nicht an. Deshalb muss man sich, glaube ich, schon langsam fragen, ist es nicht generell die Sozialdemokratie, die in der großen Krise steckt, weil eben die Grünen von der anderen Seite so stark kommen? Da hat sie ja heute auch einmal laut aufgelacht und geschrien, fast Rendi Wagner Richtung Simone Strebel. Also hören Sie mal auf mit den Grünen, die Wahnsinn sind wir. Ja? Also ich will damit festmachen, einen Satz, wenn ich noch sagen darf. Ja, also wir haben voriges Jahr, oder ich sogar, glaube ich, habe gesagt, also wenn ich mir Sozialdemokratie wünsche, einen Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatin, dann suche ich mir eine, die eloquent ist, die vielleicht sogar ein Studium hat, die vielleicht gut über den Schirm kommt. Ich weiß nicht, was alles. Und dann haben wir damals ja festgestellt, ja, Rendi Wagner. Und jetzt hat sie ein Zusatzglück. Jetzt kommt eine Gesundheitskrise auf die Welt zu und sie ist Ärztin. Und wieder sitzen wir da und besprechen genau das Gleiche. Warum Absolut. Wirkt das nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir den Werber fragen. Vielleicht werden die Botschaften nicht so gut verpackt, nicht so gut verkauft, oder sind sie falschen Botschaften? Bei der These waren wir ja vorher schon. Ne? Ich glaube, da wird immer verwechselt. Werbung ist eben nicht nur die Verpackung, sondern Werbung ist auch die Reduktion der Vielfalt und des Komplexen auf etwas sehr Einfaches, Transportierbares. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, da waren sehr viele eingelernte Sätze, die angebracht worden sind, und da war wenig falsch, aber
nur weil wenig falsch gemacht wird, heißt es noch nicht, dass es alles richtig gemacht ist. Also ich habe erstens sozusagen einmal auf der einen Seite gespürt, ich möchte eigentlich da nicht draußen sitzen in dieser Situation, wo Fragen auf dich zukommen, die dich ja auch persönlich treffen, irgendwie wie warum irgendwie gibt's Kritik von Bundesländern oder warum sind sie jetzt überhaupt irgendwie an der richtigen Stelle? Das ist eine schwierige Situation und jeder, der irgendwie in dieses politische Hochamt irgendwie geht, muss wissen, das ist nicht leicht. Andererseits ist es aber so, dass wenn diese Grundidee der Sozialdemokratie nicht besser herausgearbeitet wird, dann wird die Sozialdemokratie schrumpfen, weil einfach auf der einen Seite irgendwie die Wähler wegfallen und auf der anderen Seite auch die Relevanz wegfällt. Sollen wir uns anschauen, vielleicht Simone Striebel hat Pamela Rendi-Wagner daran erinnert, dass sie im vergangenen Jahr einmal darauf angesprochen wurde, in einem Interview, glaube ich, im ORF-Report und gefragt wurde, wofür steht die SPÖ eigentlich, und sie hat sich damals mit einer Antwort schwer getan und hat gemeint, das müssen wir jetzt erarbeiten. Jetzt hat Simone Striebel das heute noch einmal probiert und Pamela Rendi-Wagner hat die folgende Antwort, sagen wir, probiert. Ich glaube, dass die SPÖ die einzige politisch glaubwürdige Partei ist in diesem Land, der es um die folgenden Sachen geht. Einfach darum, dass es gute, faire Arbeit gibt für die Menschen, nämlich für alle Menschen, Vollbeschäftigung mit fairen Löhnen. Die Sozialdemokratie steht für eine Gesellschaft, in der es gerecht zugeht und die, denen es ein bisschen besser geht, ein bisschen mehr beitragen im Sinne einer Verteilungsgerechtigkeit. Gerade in dieser Krise ein wichtiges Thema. Und ich muss Ihnen auch sagen, und das ist jetzt vielleicht Ihnen neu, mir geht es auch darum, dass wir der nächsten Generation, den Kindern und den Enkelkindern eine Welt hinterlassen, die noch lebenswert ist. Alles klar, Tatjana. Also da haben wir so ein bisschen das Problem mit drinnen und das ist natürlich auch ein rhetorisches, weil gute Mundpropaganda hat eben nichts zu tun mit schlechter Selbstdarstellung. Wenn wir den Satz nehmen, gute, faire Arbeit, dann fehlt die Definition, was bitte ist fair, was ist gut und was sagt die Befürworterin der Tage-Woche vor dem Hintergrund der Digitalisierung, was ist Arbeit? Da muss ja auch Arbeit definiert werden. Also das ist ein bisschen das, wo ich auch meine, diese Ich-Sätze und ich habe aber schon gesagt und ich war früh dran und das ist so ein bisschen das erste Minustafel, denn ich fand sie sonst auch frisch, ich bin da bei Hans Bürger, aber dieses Eigenlob, das stinkt. Wenn ich das immer selber sagen muss, was ich finde, dann fehlt es da natürlich. Aber es war der Versuch einer Definition der Kernbotschaft der SPÖ und da war jetzt mit Ausnahme des letzten Satzes, wo sie gesagt hat, das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, wir tun da auch ein bisschen was zum Thema Klima, ohne das Wort Klima zu nennen, alles andere immer schon da gewesen in der SPÖ, oder? Ja, aber das ist ja nicht schlecht an und für sich. Also ich glaube, dass ihr sozusagen, das ist ja das, was der Kern einer Sozialdemokratie ist. Eine Sozialdemokratie sorgt dafür, dass die eine Gesellschaft und die Leute zusammenhalten, während die Konservativen und die Rechten immer daran arbeiten, dass sich eine Gesellschaft spaltet. Ja, das ist sozusagen die Kernidee einer Sozialdemokratie und die Kernidee ist damit ergänzt, dadurch, dass sozusagen die normalen, einfachen Leute, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, eine Stimme haben und eine Interessensvertretung haben. Und dass man denen nicht nur sozusagen ihren gerechten Teil am Kuchen gibt, sondern dass die sozusagen auch mit Respekt behandelt werden. Ja? Das ist die Kernidee einer Sozialdemokratie und die brauche ich nicht jeden Tag in einen neuen Slogan und in eine neue Übersetzung bringen. Und weil der Hans Bürger gesagt hat, dass es vielleicht eine Krise der Sozialdemokratie gibt. Natürlich gibt es eine Krise der Sozialdemokratie oder gab sie, das wissen wir alles jetzt nicht so genau. Können wir in ganz Europa ja verfolgen. Nur wir sind natürlich, und das sollen wir jetzt auch nicht vergessen, nach dieser Pandemie oder mitten in dieser Pandemie und mit all dem, was noch vor uns liegt, in einer völlig anderen Situation, also die Botschaften einer Sozialdemokratie. Ja? Ich habe an einer Stelle, hat Pamela Rendi-Wagner auf Wien runtergezeigt und Wien ist ja tatsächlich so eine Illustration für das, was Sozialdemokratie ist, eine Stadt, die sozusagen zusammenhält und wo nicht sozusagen sie total zerreißt in die Reichen und die Armen und so weiter und man in völligen Ghettos voneinander lebt und die Reichen die besten Ärzte haben und die Armen können schauen, wo sie bleiben oder sterben. Das haben wir ja in dieser Pandemie auch erlebt und erleben wir ja täglich, was Sozialdemokratie ist. Und das gilt es zu illustrieren oder vielleicht auch wieder zu erzählen. Da brauche ich aber nicht die Welt neu erfinden. Ich muss nicht sagen, die Sozialdemokratie des Jahr 2021 wird eine sein, die ganz was Neues ist,
und die nichts mit der Sozialdemokratie von den letzten 100 Jahren zu tun. Aber vielleicht. Aber das hätte sie ja zum Beispiel, Ministerin, sagen können. Unser Gesundheitssystem, das wir propagiert haben, also damals unter roten Bundeskanzlern, das hat sich jetzt als Erfolg erwiesen. Das ist ein relativ kurzer, einfacher Satz, den hätte sie sagen können. Hat es aber nicht gesagt. Und ich glaube, dass genau das ist es. Das ist mir jetzt zu Bewusstsein gekommen. Es fehlen die positiven Dinge, die rausgehen. Es ist eine Fehlervermeidungsstrategie. Und eins doch, Pandemie. Die Sozialdemokratie hat dasselbe Problem gehabt nach der Finanzkrise. Gut, aber das war genau das Gleiche. Da sind wir auch gesessen mit Werner Freimann und haben gesagt, wieso nützt es der Sozialdemokratie nichts, dass neoliberale Konzepte das Ganze ausgleichen? Aber das ist ein ökonomisches Problem damals gewesen und wir wissen nicht, wie sich die ökonomische Situation in den nächsten Jahren und auch die Diskussion entwickelt. Was wir nach der Finanzkrise hatten, war dieses jedes Land gegen das andere. Aber das, was Thomas Kratke vorhin gesagt hat mit dem Markenwert. Und damit diese Haltung, die Staaten müssen wieder sparen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Diese Diskussion wirst du auf diese Art und Weise nicht notwendigerweise ein zweites Mal haben. Die SPÖ hat 40 Jahre lang im letzten Jahrhundert die Kanzlerpartei gestellt. Das heißt, hier gibt es einen ganz klaren Markenwert einer Partei. Auch Randy Wagner hat einen Markenwert, wenn man das hernimmt. Und ich glaube, das ist einfach die Frage auch. Da geht es nicht um Schauspieler, aber wer verkauft die Geschichte am besten? Das ist ein bisschen hier letztlich der Punkt. Ich meine, von den 150 reichsten Firmen ist der Wert mittlerweile zu fast 90% Markenwerte, Talente, die sie einkaufen. Also der Wert quasi der Unternehmen ist schon so groß gewachsen, weil quasi die Währung Vertrauen ist. Und das ist das Interessante, da wird immer die Werbung belächelt, auch irgendwie, ich sehe von meinem Gegenüber. Naja, Wirecard war zum Beispiel auch noch vor zwei Monaten viel wert als Markenwert und jetzt ist es weg. Ne? Vertrauen also ist aber Vertrauen ist eine wertvolle Sache und das ist schnell weg. Ja? Vertrauen muss man sich immer wieder erarbeiten. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, beispielsweise bei dieser Diskussion, wo es um Corona gegangen ist und wo ein Mediziner spricht, der noch dazu sozusagen Gerechtigkeit irgendwie auf seiner Fahne hat, dann hat mich schon gewundert, irgendwie, dass nicht erwähnt worden ist, dass diese weltweite Pandemie vor allem auf Kosten irgendwie der armen Länder geht. Ja. Ja. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass 30 Millionen Menschen mehr sterben aufgrund des ökonomischen Shutdowns. Ja. Und bei 900 Millionen hungernden Menschen jährlich, wovon 30 Millionen Kinder sterben, finde ich schon irgendwo das interessant, dass man das nicht irgendwie zum Thema gemacht hat, zu sagen, irgendwie, wenn ich schon irgendwie Gerechtigkeit irgendwo habe, wo bleibt diese Gerechtigkeit irgendwie in einem Verbund? Man hat stattdessen gab es eine Grippeimpfungsempfehlung an die Pharma, eine Pharma-Empfehlung. Ja, und es wird sozusagen, es wird alles irgendwie, also all die Dinge, wofür wir gekämpft haben, dieses offene Europa, die offene Welt, die fallenden Grenzen, all das wurde in der größten Einschränkung der Freiheit irgendwie, seit ich mich erinnern kann, plötzlich irgendwie weggewischt. Und da ist natürlich die Frage der Gerechtigkeit irgendwie voll im Raum. Das wird alles nicht genutzt. Das wird alles quasi links liegen gelassen. Stattdessen wird irgendwo betont, irgendwie, was man als erstes gesagt hat. Also da fehlt schon irgendwo dieser, auch wenn man es immer wieder betont, dass man den Führungsanspruch stellt. Aber das fehlt quasi im Inhaltlichen. Aber kehren wir zurück zu etwas, was Hans Bürger schon angesprochen hat. Hat, als Pamela Rendi-Wagner auch einmal kurz aufgelacht hat. Das war, als Simone Striebel gefragt hat, ob der SPÖ da nicht in der grünen Ecke neue Konkurrenz erwachse. Und die Frage lautete so. Also, dass die Grünen sie irgendwann als soziale Partei auch ablösen? Ich sage Ihnen was. Rot. Rot ist ja nicht eine Farbe, die man sich aus taktischen Gründen leicht aufpinseln kann, so wie Sie das jetzt beschreiben. Rot ist Haltung. Rot ist etwas, wofür man kämpft. Das ist eine Orientierung, eine politische, um das Leben der Menschen gerechter zu machen, besser zu machen. Das ist Rot. Und wenn ich mir die Regierungsarbeit der Grünen, aber der ÖVP anschaue, dann sehe ich einmal ein Regierungsprogramm, das mehrheitlich türkis geprägt ist, das auch in vielen Teilen eine Fortsetzung des schwarz-blauen Regierungsprogrammes ist, wo die Korrektur zum Beispiel dieser falschen Sozialhilfe, der Mindestsicherung, die sogar der Verfassungsgerichtshof jetzt kritisiert hat und gekippt hat, diese Reparatur wurde noch immer nicht gemacht. Wo ist die soziale Handschrift hier der Grünen? Also eine richtige Attacke einer Oppositionspartei auf die Regierung ist da nicht
zu hören, zumindest nicht auf den grünen Teil, oder? Da kommt schon sehr verhalten die Kritik. Naja, wir haben in 50 Tagen Wiener Wahl. Ja. Und wenn man da wieder mit den Grünen zusammenarbeiten will, kann man sich jetzt nicht ganz mit ihnen vertun. Und natürlich, die Antwort war, die war schon ein bisschen verschwurbelt, muss ich ehrlich sagen. Natürlich haben die Grünen sehr viele soziale Positionen übernommen. Sie können es nur jetzt nicht ausleben. Aber man schaut in Deutschland, wie erfolgreich die Grünen sind, zumindest in den Umfragen, besteht da natürlich eine Gefahr von Seiten der Grünen für die Sozialdemokratie im Allgemeinen. Und ich verstehe es nicht, dass man jetzt nicht bestimmte Punkte herausnimmt, die die Grünen eben nicht schaffen, in dieser Regierung durchzubringen. Da könnte man ja eine ganze Reihe aufzählen, ja, da bin ist ich aber nicht passiert. Absolut. Und ich meine, das ist alles, ich finde es so schade, weil ich finde sie so frisch und ich finde, sie schaut top aus und es wäre wirklich jemand, genau wie Hans Bürger sagt, der das gut verkaufen könnte. Was ein bisschen das Problem ist für mich auch tonal, wenn jemand in diesem Emphase-Ton ist, aus dem man gar nicht mehr zurückkommt. Mir ist sie phasenweise auch zu Bedeutung schwanger. Da war jetzt ganz viel an Arbeit, an Antwort und viel an Betonung und überhaupt, also wenn ich es in eine Geschichte bringen müsste, wo ist die Geschichte? Kein Geschwurbelt ist so ein bisschen das Thema und das finde ich schade, weil sie hat so viel Positives und man wäre bereit, ihr gerne zuzuhören, aber wo ist die Geschichte? Da bin ich schon auch ein bisschen. Ist es strategisch klug, dann in so einer Situation zu sagen, statt die Sachen herauszugreifen, wie Hans Bürger gesagt hat, die Grünen im Moment nicht umsetzen können, setze ich mich jetzt auf ein Thema drauf, hinten nach noch, das eigentlich die Grünen mehr oder weniger monopolisieren wollen, nämlich Umwelt und Klima? Ja, ich glaube, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man jede politische Frage und jede Antwort, die man gibt, jetzt nach parteitaktischen Gesichtspunkten zu beurteilen hat, sondern und deswegen würde ich auch dir fast ein bisschen widersprechen, dass der Hauptgrund, warum sie die Grünen so nicht angegriffen hat oder nicht ausreichend ist, dass es in 50 Tagen Wiener Wahlen gibt. Na, natürlich sind die Grünen nicht der Hauptfeind der Sozialdemokratie. Ja, sie sind natürlich in der politischen Haltung tendenziell noch in der Nähe. Also warum soll ich die angreifen? Jetzt würde der Mensch sagen oder der Politberater, die muss besonders angreifen, weil mit denen kämpft sie um die gleichen Wähler. Aber das ist ja schon eigentlich politische Blödheit. Also insofern finde ich das gut, dass sie das genau in dieser Form getan hat. Und genauso finde ich es gut, dass eine moderne Sozialdemokratie jetzt nicht sagt, okay, unser Thema ist jetzt was Arbeit, Soziales und sonst irgendwas und Autofahren. Ja? Und die Grünen sollen sich das Fahrradökothema nehmen. Ja? Klimawandel und die Klimakatastrophe, vor der wir stehen, und der ökologische Umbau unserer Wirtschaft ist ein Jahrhundertthema, das für jede politische Partei, die was zu sagen haben will, da braucht es ein Konzept. Ja? Also kann nicht der Sozialdemokratie sagen, Ökologie und Umwelt erwähne ich nicht. Ja? Aus taktischen Gründen kann man das möglicherweise machen, aber das ist, glaube ich, genau diese sachfremde Taktiererei, die hoffentlich die meisten Menschen satt haben und von der ich sagen würde, ich hab sie satt. Aber vielleicht erfahren wir es von Robert Miesig, weil das ist echt was, was heute ein bisschen gefehlt hat. Was ist denn das Kraftpaket? Ist ja auch wieder so ein Name, wo man sagt, Kraftpaket, sehr markiger Spruch. Was ist drin? Das hat sie nämlich heute nicht wirklich ein Kraftpaket, das man in der jetzigen Situation braucht. Ja? Natürlich wurde darüber in diesem Gespräch heute viel zu wenig gesprochen, obwohl es das zentrale Thema unserer Zeit ist, braucht zwei Ebenen. Auf der einen Seite die Rettung der Wirtschaft in der jetzigen fast noch Shutdown- oder Nach-Shutdown-Situation. Das ist ja wirklich die Wirtschaft hängt noch immer an lebenserhaltenden Maßnahmen. Und das Zweite wäre dann ein großes, kräftiges Konjunkturpaket, das nicht nur Arbeitsplätze rettet, sondern hoffentlich auch noch die Wirtschaft in die Zukunft. Und da haben wir jetzt mehr erfahren als 50 Minuten davor. Naja, gut, aber Sie haben mich jetzt gefragt, Pamela Rendi-Wagner wurde heute nicht dazu gefragt. Und das ist der Grund, warum der Thomas Kappke gesagt wurde sie sofort unterbrochen. Ja. Das sollen wir ja auch nicht ganz vergessen, okay, dass man halt auch als Politikerin die Fragen beantwortet, die man gerade gestellt hat. Dann unterbreche ich jetzt mal und sage, sie wurde eines schon gefragt. Es wurde vieles gefragt, auch das wurde sie gefragt, nämlich warum es in ihrer Partei oder wie sie damit umgeht, dass in ihrer Partei auch bei den Maßnahmen, die sie sehr konkret anspricht, zum Beispiel ihr Plan der Vier-Tage-Woche, keine innerparteiliche Einigkeit gibt und warum da sozusagen auch, meistens aus dem Burgenland, wieder andere Ideen daherkommen. Und dann hat sie Folgendes gesagt.
Es wird nicht eine und die eine Maßnahme Österreich aus dieser größten Wirtschaftskrise führen. Jeder, der das behauptet, lügt. Und ich halte es dann mit Wolfgang Katzian, dem Gewerkschaftspräsidenten, der gesagt hat, wir dürfen und sollten niemals eine Maßnahme gegen die andere ausspielen. Und ich sage Ihnen, weil Sie gesagt haben, die einen können sich das nicht leisten. Was nützt ein theoretischer Mindestlohn von 1.700 Euro Menschen, die jetzt ihren Job verloren haben? Die kriegen die Mindestsicherung. Die kriegen im Schnitt 900 Euro pro Monat. Ja, also da stehen einander zwei Konzepte gegenüber. Und Hans-Peter Doskozil, der burgenländische Landeshauptmann und regelmäßige Randy Wagner-Kritiker, wenn man so sagen möchte, sagt genau das Gegenteil. Was nutzt mir eine Vier-Tage-Woche, wenn ich nicht ausreichend Geld verdiene? Also da stehen einander schon ganz deutlich zwei Konzepte gegenüber. Und die beschworene Einigkeit der Partei scheitert schon an einem ganz großen generellen Thema, das man sich vornehmen möchte, oder? Ich habe mir heute bei diesem Gespräch mehrmals gedacht, wo ist der große Unterschied zwischen Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner? Und nicht inhaltlich, nicht? Aber ich habe mir gedacht, was macht sie, unter Anführungszeichen, falsch, dass sie nicht so erfolgreich ist? Und das ist die Antwort auf deine Frage, ja? Weil was hat Kurz gemacht? Er hat alle Kritiker abgestellt, alle. Und es war in Journalistenkreisen sehr rasch bekannt, er macht die Geschichte nur, wenn er diese sogenannte Generalvollmacht bekommt. Und zwar von allen. Und die hat er dann bekommen. Und ich weiß, wir haben monatelang in Diskussionen darüber geredet, das macht die ÖVP nie. So viele Macht gibt sie nicht einem Menschen. Haben sie aber gemacht. Mhm. Wenn Randy Wagner dermaßen unumstritten wäre in der Partei wie Kurz in der ÖVP, glaube ich, wäre sie auch erfolgreicher. Und deshalb muss ich, also wäre ich jemand, der in der SPÖ mit Randy Wagner sprechen müsste, würde ich sagen, an dem hängt alles. Entweder du stellst diese Kritiker ab oder du trittst zurück. Weil natürlich wird sie permanent dadurch geschwächt. Und ich glaube nicht, dass sie aufhören. Aber andererseits bin ich natürlich beim Robert Miesig. Vielleicht werden wir uns noch wundern, ja, dass in einem Jahr sitzen wir da und sie ist selbstverständlich nach wie vor Parteivorsitzende und in zwei Jahren vielleicht noch immer. Aber es ist echt verdammt schwer, wenn du ständig von außen kritisiert wirst. Und was das bringen soll, von weiß ich nicht. Von ja, Ihnen. Absolut. Von also von, Ihnen. Ja. Und das, finde ich, macht sie sogar sympathisch. Da bin ich nämlich bei Robert Miesig. Also das ist so die Frage, ob man da Message Control will, ob man das nicht auch aushält letztlich auch. Und das finde ich cool, als Frau letztlich das erste Mal an der Spitze der Sozialdemokratie und so viele Zurufe zu haben und so viele auch zwischendurch Giftkelche, die es da gibt. Also das, ich finde das gar nicht toll, diese Message Control allein. Die Frage ist nur die Sogwirkung. Ist da jemand, also schaut top aus, ist wirklich gut verkaufbar, aber ist das Charisma da, dass die anderen da auch mitziehen? Geht es wirklich nur demagogisch mit abdrehen? Ja, aber eine Frage schon. Was wäre gewesen, wenn, wir können spekulieren, wenn Sie heute diesen beiden, Doskozil und Dornauer, ist auf wernerisch gesagt, eine aufgelegt hätte? Was wäre dann gewesen? Ich glaube nämlich, dass nichts gewesen wäre morgen. Ja, weil das schaue ich mir dann an, dass da jetzt tagelang ein Schlagabtausch ist. Ich fürchte, sie wird einmal sagen müssen, auch in der Öffentlichkeit, und das war ja wieder so eine komische Antwort, jetzt, ja, mit dem einen singe ich gern, mit dem anderen muss ich Schnitzel essen. Klar, das stimmt schon. Nur schau, ich meine, glaube, man muss aber auch ein bisschen hinschauen. Und insofern, warum soll sie dem Dornauer eine auflegen? Es ist mittlerweile so, dass Dornauer sich eingereiht hat, weil ja doch auch viele in dieser Partei begriffen haben, also jetzt muss man an einem Strang ziehen. Es gibt ein paar, die es noch nicht begriffen haben. Ja. Sie werden angeführt vom burgenländischen Landeshauptmann. Vielleicht wird es am Ende auch der verstehen. Oder es wird ihm zumindest von allen anderen zusammen zu verstehen gegeben werden. Es ist schon klar, wenn es ihm die Pamela Rendi-Wagner zu verstehen gibt, wird das nicht ausreichen. Aber wenn das ausreichend viele tun, dann... Aber es ist die gemeinsame Not. Und ich glaube jetzt schon, dass da jetzt sehr viel mehr innerhalb der Sozialdemokratie da eine klare Haltung haben. Also dass jetzt auch ein Bürgermeister Ludwig und ein Kaiser und alle anderen auch und selbst ein Dornauer und noch ein... Aber da ist jetzt inhaltlich die Frage. Ich kann es kurzfertig machen. Da jetzt
dahinter stehen und das gar nicht mehr lustig finden, wenn ein Tosco-Ziel und ein Schnabel da jetzt schon wieder an einer Parteivorsitzenden sägen, das, glaube ich, können wir jetzt quasi als gegeben ansehen. Sie hat ja auch selber darauf Stellung bezogen, als sie darauf angesprochen wurde und dass sie nicht besonders amused ist über diese ganze Situation, das war auch deutlich zu hören. Ja. Wir als Partei werden alle dafür gewählt, dass wir die Arbeit machen, um das Leben der Menschen zu verbessern in dieser Krise und die Menschen aus dieser Krise so schnell wie möglich herauszuführen. Wir werden nicht gewählt, um uns über Parteiinterner zu unterhalten und das schon gar nicht öffentlich. Und wissen Sie, was bei dieser Mitgliederbefragung, über die ich mich wirklich gefreut habe, weil sie mich und die Partei gestärkt hat. Wo es dann Manipulationsvorwürfe darf ich aber schon aussprechen, was das Ergebnis war. 96% der Mitglieder, Frau Strebel, haben eines gesagt, die Partei soll mit der öffentlichen Diskussion, mit dem öffentlichen Hickhack endlich aufhören und nach außen geschlossen inhaltlich arbeiten. Und das ist ein Auftrag für uns alle, das ist ein Auftrag für mich, den ich respektiere. Für mich zählt die Stimme der Mitglieder. Und das muss jeder mit sich ausmachen, der sich nicht an diesen Auftrag der Mitglieder der Sozialdemokratie hält. 96% der Mitglieder ist, glaube ich, ein bisschen sehr optimistisch. Ja. 96% derer, die zur Befragung gegangen sind. Und wenn man sich dann schon so auf dieses Mitgliedervotum bezieht, muss man ja auch wissen, dass das Thema, auf das Pamela Rendi-Wagner jetzt ganz stark setzt, nämlich die Arbeitszeitverkürzung, nur von 34%, glaube ich, in etwa derjenigen, die mitgemacht haben, als besonders wichtig erachtet wurde. Also, und von großen Namen nicht. Muss man da jetzt mit zweierlei Maß messen, auch in dieser parteiinternen Debatte? Bezüglich was jetzt? Bezüglich dem, sozusagen nicht jede Forderung, die man aufstellt oder jede politische Äußerung, die man jetzt für ewig von sich gibt, muss durch die Mitgliederbefragung getragen sein. Aber die war doch dazu gemacht, die entscheidende Frage ist natürlich, ist Arbeitszeitverkürzung und ein Vier-Tage-Wochen-Modell ein richtiges oder zentral wichtiges Element für die Gesundung der nächsten Jahre. Da kann man tatsächlich unterschiedlicher Meinung dazu sein. Und das finde ich jetzt nicht so tragisch, wenn es auch innerhalb einer pluralistischen Partei da den einen gibt, der sagt, ich finde das eigentlich nicht so wichtig. Und dann gibt es andere, die sagen, ich finde das schon wichtiger. Letztendlich, wenn ein Großteil der Partei sich dann auf etwas geeinigt hat, genauso wie wenn sich ein Großteil der Partei auf eine Parteivorsitzende geeinigt hat, dann soll man als Partei an einem Strang ziehen. Ja? Das ist natürlich auch klar. Ja? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und das haben, glaube ich, auch einige, bei alle begriffen. Aber wäre es zum Beispiel in einem großen Konzern nicht undenkbar, dass, weiß ich nicht, ein Autokonzern, dass einer der führenden Leute dorthin geht und sagt, irgendwie das Auto, das wir da verkaufen, das passt nicht? Die Frage ist vielmehr, in dieser großen Krise, die auf uns zukommt, und ich finde, das ist etwas, wo alle abwartend von der Politik irgendwie zu uns sprechen. Also ich glaube, was wirklich kommen wird, irgendwie, wenn viele Unternehmer ihr Unternehmen zusperren und viele Leute keine Arbeit mehr haben, dann ist das ja eine unvorstellbare Situation, wo ich mir eine Führungsqualität nicht nur bei der Regierung, sondern auch bei der Opposition wünsche. Und wenn ich mir nur die Frage stelle, war das jetzt die Frau, der ich quasi vertraue, irgendwie, dass sie in dieser schwierigen Zeit irgendwie etwas tut, woran die anderen nicht denken, dann weiß ich nicht, ob ich das mit Ja beantworte. Also ich könnte nicht einmal sagen, ob es die Ärztin ist, zu der ich gehen würde, wenn ich jetzt irgendwie ein... Und darf ich da ansetzen? Weil in der Rhetorik, und das ist natürlich schon, war diese Gemeinsamkeit, diese Geschlossenheit. Es gilt in der Rhetorik, Gemeinsamkeit, also Beziehungskit entsteht durch die gemeinsame Not, und das scheint es hier zu sein, aber nicht durch die gemeinsame Sache. Es ist ein Unterschied, ob ich alle miteinander jetzt begeistert habe für eine Sache und die ziehen mit, oder ob alle erkannt haben, Freunde, wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, dann wird es aber ganz schwierig. Die gemeinsame Not ist immer second best im Vergleich zur gemeinsamen Überzeugung. Und das fehlt dann natürlich ein bisschen. Ist sie vielleicht auch ein bisschen allein in ihrer Partei und hat wenige lautstarke Mitstreiter, die da mittun? Ich denke jetzt an kleinere Oppositionsparteien, jetzt etwa die Neos, die in den letzten Tagen sehr viel Wirbel aufführen in den sozialen Medien, die einen starken Aktivismus an den Tag legen, die ganz starke Stimmen haben, wie zum Beispiel Sepp Schellhorn, der sich für die Hotellerie einsetzt. Gibt es diese starken Stimmen in der Sozialdemokratie ausreichend, die der Parteivorsitzenden dabei springen in ihrem Kampf? Ich möchte einen Satz noch sagen, ob die Diskussion, es kommt gleich dazu, ob die Diskussion wirklich ausgestanden ist.
eine Kampfabstimmung zwischen Doskozil und René Wagner bin ich mir natürlich nicht sicher, wie die ausgeht in der Sozialdemokratie, weil es natürlich, wie Sie sagen, der schon jemand ist, der eine Botschaft klar drüber bringt. Ob die jetzt im Sinne der Sozialdemokratie ist oder nicht, ist jetzt einmal sekundär. Aber wenn er was sagen will, dann sagt das und das polternd, auch wenn er momentan Stimmenprobleme hat. Und das wäre zum Beispiel so jemand. Also würde er René Wagner voll inhaltlich unterstützen, dann würde da schon was weitergehen. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt den Streit zwischen Mindestlohn und Viertageswoche, sondern es gibt ja Erbschaftssteuer zum Beispiel. Vermögensteuer. Es gibt das neue Buch von Piketty, da stehen auf 1300 Seiten drinnen von diesem französischen Ökonomen, was man alles fordern könnte. Ja. Und da gibt es Gemeinsamkeiten in der Sozialdemokratie, das sprechen sie aber nicht aus. Und wer schon so eine Stimme wäre aus meiner Sicht, oder das ja zum Teil auch tut, wenn jetzt auch ein bisschen verhaltener, ist Katzian vom ÖGB. Und der, wenn ich das so richtig mitverfolge, schon auf der Seite von René Wagner, ist halt momentan auch sehr verhalten. Warum, weiß ich nicht. Ja. Kann ich nicht sagen. Lässt sich das erklären? Ich würde einen Satz noch hinzufügen wollen, nämlich sie hat einen Satz auch gesagt, der ist vielleicht ein bisschen untergegangen, nämlich auf die Frage, wo sie gesagt hat, dass sie durch Österreich gefahren ist, um dort alle sozialdemokratischen Bürgermeister oder viele sozialdemokratischen Bürgermeister zu treffen. Ja? Und ich glaube, das ist war nicht nur so dahingesagt, sondern das ist natürlich die sozialdemokratischen Bürgermeister, die manchmal an ihren Städten noch 60% oder 70% haben, die sind das Rückgrat der Partei. Ja? Natürlich geht es der Partei an manchen Stellen schlecht, gibt es nicht mal mehr Leute, die irgendwo kandidieren, im Waldviertel in manchen Orten. Ja? Aber dort, wo sie gute Leute hat, dort haben die oft 60%, 70% und das sind Hunderte immer noch. Ja? Und das müssen eigentlich die Verbündeten einer Parteivorsitzenden sein. Ja? Natürlich muss sie auch ihre Verbündeten suchen und ihre Mehrheiten unter den Landesparteivorsitzenden, den sogenannten Granden der Partei, diesen 7, 8, 5. Oder was auch immer, wie viele es auch immer sind. Ja? Aber es ist eigentlich schon eine Verengung des Blicks, nur auf die zu schauen. Ja? Weil die wirklich guten Leute, ja, das sind, ich sage nur Andi Babler oder andere in Südsteiermark, auch der Kollross letztlich, auch wenn der so ein Kritiker war. Das sind die Leute, die in großen oder mittelgroßen Gemeinden 50%, 60%, 70% für die Sozialdemokratie holen. Ja? Und das muss das Rückgrat sein, das hinter ihr steht. Dann, wenn sie die gewinnt, ja, dann hat sie ganz ein anderes Standing auch in dieser Partei. Und insofern glaube ich, es war nicht so dahingesagt, sondern es ist tatsächlich eine Strategie, sich da so quasi die wirkliche Basis in den Rücken zu holen. Da glaube ich, ist sie aber zu sehr bei sich. Es geht viel zu oft um sie und nicht um die Inhalte der Partei. Und da sind wir entweder im Eck der Problemschraube, was ist das Problem, wer redet da alle mit von Dornauer und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite dann in der Eigenlobhudelei. Beide Lager sind extrem auf eine Person fixiert. Ich glaube, die Themen... aber das ist das letztlich, was wir haben bei der Freundschaftsbuchanfrage, seid ihr alle noch mit mir? Nein, ich meinte, was ich sagen wollte, ist, natürlich ist es eine Führungsaufgabe, eine Geschlossenheit in der Partei herzustellen, wenn es die nicht gibt. Ja. Und wenn sie diese Führungsaufgabe hinkriegt, dann tut sie natürlich auch für sich was Gutes. Aber das ist ja sozusagen nicht der Zweck der Sache. Aber Peter Filzmaier hat nach dem letzten Sommergespräch nach vorne kommt. Peter Filzmaier hat nach dem letzten Sommergespräch letztes Jahr gesagt, also die Diagnose war zwischen Schönrederei und Realitätsverlust. Ja. Und da, finde ich, ist sie definitiv politisch in diesem Jahr gereift, finde ich auch. Aber so der große Turnaround im Sinne von, wow, jetzt haben wir eine Sogwirkung, alle ziehen mit, was so ein bisschen auch politisches Marketing wäre oder rhetorisches, da sind wir noch lang nicht. Wie wichtig ist für Pamela Rendi-Wagner ein großer Erfolg der SPÖ Wien? Kann sie den für sich überhaupt ausschlachten? Das wird schwierig werden. Ich glaube, wenn Michael Ludwig da einen guten Erfolg einfährt, wird man das eher der Wiener SPÖ zuschreiben. Da kann sie nicht mitnaschen. Ja, sie wird schon mitnaschen und daneben stehen. Bei Doskozil war das ganz schwierig. Aber eben, ja, also ich glaube, gerade bei diesen beiden, bei Kaiser vielleicht, ja, aber bei Michael Ludwig und Hans-Peter Doskozil sich daneben hinzustellen, aber dass das groß abfärbt auf sie, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten auch mit der Diskussion, die wir jetzt führen, weil es permanent so eine, wer gegen wen und wem nutzt und so weiter. Also ich
da tick ich tatsächlich auch so, dass ich mir denke, die entscheidende Frage ist, wie kommt eine Sozialdemokratie dazu, wieder die entscheidenden Fragen für die Leute, für das Zusammenleben im Land, für soziale Gerechtigkeit, für Respekt für die normalen Leute, so nach vorne zu bringen, wie sie das immer geschafft hat. Ja, das ist mir jetzt das Wichtigste. Ja. Aber dann die Frage jetzt noch mal beantworte. Ja, ich glaube, natürlich hilft dir ein Wahlsieg von Michael Ludwig. Weil erstens mal hat man dann eine Reihe von Wahlsiegen hintereinander gehabt. Und jetzt taktisch gesprochen ist dann natürlich unter den Landesvorsitzenden der Michael Ludwig die mächtigste und zentralste und erfolgreichste Figur, was er im Moment noch nicht ist, weil er noch nie bei einer Wahl angetreten ist. Ja. Und das wird Randy Wagner tendenziell helfen, weil der nicht eine Figur ist, die immer gegen andere in der Partei ist, sondern die eine sehr integrative Figur mittlerweile geworden ist und das auch in Wien gut hingekriegt hat. Erinnern wir uns an die zerspaltene Partei vor 2 Jahren. Hätte man nie gedacht, dass Michael Ludwig das so gut hinkriegt. Also der ist der große Integrator in der Partei und das ist gut so. Dann darf ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr fürs Mitmachen, fürs Dabeisein heute Abend, meine Damen und Herren. Nächste Woche dann das ORF-Sommergespräch mit ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Daran anschließend dann wieder bei mir das ORF-3-Sommernachgespräch. Jetzt gleich hier in ORF-3 können Sie noch tiefe Einblicke in das glamouröse Leben der monegassischen Fürstenfamilie Grimaldi bekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen unterhaltsamen Abend und bis ganz bald. We'll be right back.